Sonnenfang, Kalpak, Donnerfang, Dunkelsplitter, Kriegshelm, Zipfelmütze, ist gar nicht mehr so schlecht. Pulver, Rundschild, Caritas-Splitter. Okay, der Rundschild ist schlecht. Das mit Raten, die gesamten Sachen sind eigentlich total scheiße. Kalpak. Ich korrigiere mich. Alles, was hier so ziemlich drin ist, ist schlecht. Also, Ausrüstung, die sich eigentlich lohnt. Aber es macht nichts. Wenn man hier übrigens 30 Sekunden lang hier oben bleibt, dann erscheint übrigens dort unten ein Trophy. Okay. Nicht, aber ich glaube, ich war dafür auch nicht lange genug dort oben geblieben. Und wie gesagt, einfach irgendwo hier stehen bleiben, wenn man soll es sonst bauen. Mache ich irgendwann mal offscreen oder so. Dazu fehlt mir jetzt im Moment nämlich die entsprechende Motivation. Halten. Schön darüber mal geredet zu haben. Hallo, wir. Rechter Rüstungsschlag der an. Und oft.
Osten liegt das Chita-Hochland und im Norden Ashadas. Wir werden in östliche Richtung wandern. Unser Ziel ist die Heimatstadt, die Hafenstadt Baffenheim. Dort soll der Duft der Freiheit besonders intensiv sein. Auch wieder Viera, die halt schwarze Stellen an den Ohren haben. Es ist der 10. Das ist jetzt über einen Monat her. Wir haben heute den 4. nämlich. Na, noch. Und dann haben wir die Cheater-Hochlande. Hier wird gecheatet. Schlechtes Wortspiel, ich weiß. Sehr schlechtes Wortspiel, aber es muss so irgendwie sein. Gibt's übrigens Qual? Ach so. Stein, Toxin, Sturm, Linz. Wir lassen mal eben kurz weg. So langsam aber sicher möchte ich eigentlich nur noch eins, nämlich mit einer Schade sein können. Ich hab mich voll geirrt. Aber ich bin mich voll wirklich sehr geirrt. Ach, schade, Statue ist okay. Ich meine, hier gab es auch, glaube ich, jetzt.
Dieser schwächliche Bangar, wirklich nicht zu nichts zu gebrauchen. Mein Vater rekrutiert immer solche Luschen. Seid ihr etwa Kopfgeldjäger? Dann würde ich euch nämlich beauftragen. Es gibt um eine Monsterbande im Soden Höhenpass Palast. Schreckliche Monster machen so unsicher. Welcher Held wird sich den Unholden Alter stellt sich den Unholden Alter, Gewicht und Schuhgröße spielen keine Rolle. Ja gut, dass ich mit meiner Schuhgröße noch reinpasse. Also ab 8, dies ist kein registrierter Mob, sondern ein privater Auftrag. Daher gibt es keinen Eintrag im Clanbericht. Mehr über diese böse Monsterjagd. Diese Zeichenkunst macht mich neugierig. Im Osten gelangt ihr zu den alles überblickenden Höhen. Im Mittelpunkt der Zeit, der sich nördlich davon erstreckt, führt ein Tunnel nach Sohn. Die Ungeheuer, die ihr euch kümmern sollt, stecken da drin. Etliche Kopfgeldjägertrupps haben sich schon an denen versucht, aber alle ergreifen ganz fix die Flucht. Über die Monster selbst ist nichts bekannt. Die Jäger haben vor Zittern keinen Ton mehr herausgebracht. Super spannend, oder? Um aufzudecken, wer oder was hinter dieser Sache steckt, wollte mein Vater diese Biester als Mob registrieren. Doch die Clans lehnten dies ab. Also haben wir selbst die Initiative ergriffen und dann auf Höhenküste 2 Kopfgeldjäger engagiert und in den Höhenpalast geschickt. Die Typen haben es aber voll nicht gebracht. Wir hatten kaum unsere Picknickdecke am Eingang ausgebreitet, da rannten die schon wieder raus. Mein Vater, also immerhin ihre Klienten, haben die keines Blickes gewürdigt. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich einem hinterhergerannt bin. Deswegen habe ich jetzt meinen Vater verloren. Was für ein Glück, dass ihr hier vorbeikamt. Wenn ich bessere Jäger als mein Vater organisiere und die Monster platt machen, kann ich vor meinen Freunden in der Schales ordentlich angeben. Also ich stelle euch ein, seht's her. Mit diesem Schlüssel gelangt ihr in den Raum, die Monsterbande okkupiert hat. Und wehe, ihr kommt da raus, bevor ihr den Auftrag erledigt habt. Ansehen, Schlüssel erhalten. Jagd auf die vier Fragezeichen. Haben wir. Alles überblickende Höhen. Irgendwo hier in der Nähe ist das also schon. So.